Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Nein, sowas falsch. Wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wie geht's euch? Ich hoffe gut, so ist es besser. Heute bin ich so gut drauf, weil ich ein neues Video für euch habe. Dann lassen wir das Beste sein. Heute zeige ich euch, wie ihr so schnell wie möglich euer Sixpack aufbauen könnt mit der neuen Sixpack Challenge. Und zwar ist diese Challenge für jeden von euch gedacht, also von den Anfängern bis hin zu den besten Profis von euch. Und zwar, ihr braucht dazu kein Equipment, auch kein Studio, gar nichts. Ihr könnt immer und überall dieses Workout machen, nämlich jeden Tag für die nächsten 30 Tage. Also es ist für jeden von euch das perfekte Workout, um in den nächsten 30 Tagen das Sixpack so schnell wie möglich aufzubauen. Shit! Also warum ich hier draußen meine Kaffee heute trinke, kann ich euch nicht sagen, aber ich kann euch sagen, warum wir die Challenge 30 Tage lang machen. Denn wenn ihr 30 Tage lang jeden Tag dieses Sixpack-Workout macht, dann wird das Ganze Routine. Und wenn etwas zur Routine wird, dann fällt es einem viel, viel leichter. Das Sixpack ist das sehr geeignet, denn nur den Sixpack-Muskel können wir eben jeden Tag trainieren, weil das Sixpack sowieso jeden Tag unter ständiger Belastung ist. Bis wir uns eben ins Bett legen, muss das Sixpack jeden Tag den ganzen Tag arbeiten. Und dementsprechend passt das perfekt. Ihr kennt das Beispiel vom praktischen Leben, entweder ob ihr Schüler oder Arbeiter seid, wenn ihr Urlaub habt oder Ferien habt, dann ist der erste Tag in der Schule und die Arbeit natürlich immer das Schwierigste. Ihr kennt sicher das Gefühl. Und genauso ist es im Sport auch. Also fangt jetzt einfach heute mit dem ersten Tag mit dem Sixpack-Workout an und zieht es die nächsten 30 Tage durch. Und so als kleiner Motivationstipp, ihr könnt auch jeden Tag einen Kommentar unter diesem Video da lassen, damit auch andere sehen, dass ihr das Workout jeden Tag macht. Und natürlich könnt ihr das so in der Kommentarbox gegenseitig jeden Tag pushen. Ich bin mir sicher, mehrere Tausende von euch werden diese 30-Tage-Challenge akzeptieren und annehmen. So kenne ich zumindest meine motivierte Community. Das Geile am Sixpack ist, wir müssen das Sixpack nicht jeden Tag komplett zerstören, also für ein paar Stunden, sondern da reichen ein paar Minuten jeden Tag völlig aus. Aber bevor ich losstarte, gehe ich jetzt noch ein paar Sprinteinheiten durchziehen und los geht's. Jetzt aber, Freunde, jetzt aber. Und... Ah, fuck! Es sollte nicht sein. So, Freunde, es ist wieder mal ein Paket am Start. Und zwar würde ich sagen, schauen wir da noch schnell rein. Und um ehrlich zu sein, da weiß ich jetzt nicht mal, was drin ist. Also das ist immer so geil, also ich liebe das Gefühl. Ja, so schnell auf damit, ich kann es überhaupt nicht mehr erwarten. Und die Spannung steigt. 3, 2, 1. Wow! Nämlich mega geile Dip-Bahn, Freunde! Also gleich mal austesten. Yeah! Woo! Ist noch ein Paket gekommen, checken wir mal aus, was da drin ist. Also Freunde, ich sage euch was, in letzter Zeit hat es mein Postmann wirklich nicht gleich mit mir. Und... Oh mein Gott! Die sieht da nämlich die mega stabile Klimmzugstange, die gibt man so auf die Decke rauf. Also habe ich eben den weiten Griff, aber auch einen engeren Griff, dann hier nochmal einen Griff. Deswegen ist die für mich eben perfekt, die kommt so auf die Decke rauf. Ich muss mir jetzt noch einen Platz suchen, wahrscheinlich hier im Studio, damit ich auch für euch mal Klimmzug-Workouts abfilmen kann. Beziehungsweise mal so Calisthenics-Workouts oder Workouts mit dem eigenen Körpergewicht. Wie findet ihr diese Idee, Freunde? Schreibt es mir in die Kommentarbox, wenn ihr so ein Klimmzug-Workout, so Calisthenics-Videos feiern würdet. Aber da kommt eben in Zukunft mehr für euch, Freunde. Jetzt würde ich sagen, machen wir weiter mit der Sixpack-Challenge. So, das Geile ist, Freunde, wenn man so Dip-Bahn zu Hause hat, dann muss man die immer unbedingt sofort ausprobieren. Ob jetzt schön wirklich nur für den Trizeps oder auch hier für die Brust, wenn man nach vorne geht, kann man wirklich geil variieren. Aber genug, jetzt müsst ihr jetzt zur Challenge kommen. Jetzt kommen wir zur Sixpack-Challenge. Und wie sieht die aus? Nämlich wie bereits erwähnt, wir trainieren 30 Tage die Sixpack-Muskulatur jeden Tag. Ihr wisst ja jetzt bereits, dass das eben möglich ist, dass man die Sixpack-Muskulatur jeden Tag trainieren kann. Nur eins ist wichtig, wenn ihr noch einen Muskelkater habt am nächsten Tag, dann trainiert der Sixpack an diesem Tag nicht. Ja, dann könnt ihr ganz easy einfach diesen Tag ausfallen lassen. Ihr kennt mich, wir trainieren natürlich die Sixpack-Muskulatur so effektiv wie möglich, sprich mit unterschiedlichen Timing und aus unterschiedlichen Positionen, damit wir eben die Sixpack-Muskulatur so schnell wie möglich aufbauen können. Aber ich bin mir sicher, ihr wollt jetzt wissen, ja Sascha, wie sieht jetzt die Challenge aus? Und die sieht so aus, Freunde. Ich habe für euch 6 Übungen vorbereitet. Ihr macht jetzt von der ersten Übung 20 Wiederholungen. Wenn ihr 20 Wiederholungen geschafft habt, dann habt ihr 10 Sekunden Pause und habt euch weitere 20 Wiederholungen verdient. Wenn ihr die wieder schafft, habt ihr wieder 10 Sekunden Pause und habt euch weitere 20 Wiederholungen verdient. So werden auch die Besten unter euch wirklich gefordert. Und erst wenn ihr die 20 Wiederholungen nicht mehr schafft,
dann dürft ihr erst zur nächsten Übung weiter. Und für all jene unter euch, die jetzt noch Anfänger sind zum Beispiel, die können jetzt, wenn sie die ersten 20 Wiederholungen nicht schaffen, schon direkt weiter zur nächsten Übung. Und das war's eigentlich schon wieder mit den Regeln, Freunde. Also nochmal kurz für das Verständnis für alle. In der ersten Übung machen wir 20 Wiederholungen. Schafft ihr die 20 nicht, kommt ihr direkt weiter zur nächsten Übung nach 10 Sekunden Pause. Schafft ihr aber die 20 Wiederholungen, dann habt ihr auch nur 10 Sekunden Pause, aber müsst das gleiche nochmal machen, weil ihr habt euch 20 weitere Wiederholungen verdient. Also nochmal die gleiche Übung, bis ihr dann irgendwann die 20 nicht mehr schafft. Erst dann dürft ihr weiter zur nächsten Übung. Also da fällt mir jetzt gerade ein guter Spruch ein, nämlich quäle deinen Körper oder dein Körper quält dich. Und natürlich nichts, was sich zu haben lohnt, wird einem geschenkt. Das heißt, wir müssen schon für unsere Ziele auch hart arbeiten. Wichtig ist einfach nur, das Ziel nicht aus den Augen zu verlieren. Und deswegen machen wir diese 30-Tage-Challenge, denn so wird das Ganze zur Routine. Und außerdem wird es euch zu 100% motivieren. Das heißt, ihr werdet nach den 30 Tagen wirklich motiviert sein, euren Körper auf ein neues Level zu pushen. Wenn ihr genauso trainieren wollt wie ich und euren Körper aufbauen wollt wie ich, Freunde, also einen athletischen, aber auch ausdauernden Körper mit Qualitätsmuskulatur und nicht nur jetzt Masse, das ist eben mein Ziel schon immer gewesen, dann checkt einfach meinen Trainingsplan aus. Link zum YouTube-Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da seht ihr meinen Trainingsplan und ihr könnt ihn genau nachtrainieren. Ich habe alle Workouts für euch kostenlos auf YouTube bereits abgefilmt und hochgeladen. Und jetzt zum Schluss noch ein ganz, ganz essentieller Tipp, Freunde. Das will ich euch nicht vorenthalten, denn ich will ja, dass ihr die besten Resultate erzielt. Dementsprechend müsst ihr natürlich auch auf eure Ernährung achten. Denn wenn wir jetzt das Sixpack trainieren, dann wird es natürlich massiver, so wie der Bizeps massiver wird. Aber wenn wir eine Fettschicht darüber haben, und die haben wir eben gerne, weil der Körper das Fett eben gerne in der Körpermitte speichert, sprich untere Bauchmuskulatur, Po, Hüfte, ihr kennt euch aus. Und dementsprechend müssen wir natürlich auch ein Kaloriendefizit fahren, also etwas Fett verlieren, damit auch das Sixpack dann zum Vorschein kommt, denn sonst ist eine Fettschicht darüber. Das heißt, auch wenn ihr jetzt eine Fettschicht darüber habt, macht trotzdem auf jeden Fall diese Challenge, denn so wird eure Sixpack-Muskulatur natürlich viel massiver und man kann das Sixpack erstens viel früher sehen und wenn die Fettschicht dann verschwindet, habt ihr ein viel besseres Sixpack. Sixpack-Muskulatur ist genauso eine Muskulatur wie jede andere und die trainieren wir ja auch alle. Und da empfehle ich euch jetzt ein Video, das bereits 100.000 geholfen hat. Ist natürlich wieder ganz kostenlos, Freunde. Und in diesem Video verrate ich euch, wie ihr kostenlos euren eigenen Ernährungsplan erstellen könnt und alles Wichtige zur Ernährung, was ihr wissen müsst, um euren Traumkörper zu erreichen. Und das Video wird euch zu 1000% helfen. Ich meine, ich muss nicht länger labern, checkt einfach selbst die Kommentarbox unter diesem Video aus. Ich würde euch wirklich ans Herz legen, verpasst das Video nicht, das habe ich für euch kostenlos produziert, um euch weiterzuhelfen. Auf diesem Kanal findet ihr alles, was ihr wissen müsst zu Fitness, Training, Motivation, aber auch natürlich Entertainment. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zur ersten Übung. So, ja, Freunde, Ziel ist natürlich, jede Übung so oft wie möglich zu machen und gerne könnt ihr auch in die Kommentarbox schreiben, wie oft ihr welche Übung geschafft habt. Das könnt ihr zum Beispiel jeden Tag reinschreiben, immer wieder unter eurem eigenen Kommentar, denn so könnt ihr verfolgen, wie viel besser ihr geworden seid. Das ist ein kleiner Motivationstipp, aber jetzt starten wir mit der ersten Übung, nämlich Roll-Ins. Dafür legen wir uns einfach auf den Boden, strecken die Beine und die Arme aus und machen jetzt einfach nur einen Roll-In. Das heißt, wir geben jetzt die Hände vor den Schienbeinen zusammen und gehen wieder auf. Wichtig ist hier beim Hochgehen ausatmen und wirklich nur aus der Sixpack-Muskulatur hochgehen, also nicht zu viel schwingen, wirklich nur geführt hochgehen und eben beim Hochgehen ausatmen. Also wie jetzt bei allen Übungen gilt, mach für diese Übung 20 Wiederholungen und falls du schon hier keine 20 Wiederholungen schaffst, absolut kein Problem, einfach 10 Sekunden Pause machen und weiter geht's mit der nächsten Übung. Weiter geht's mit Sisters, das heißt, wir strecken dir die Beine aus, die Arme aus und berühren jetzt eben das Schienbein und gehen wieder langsam runter. Schnell hoch, langsam runter. Die nächste Übung sind Russian Twists, das heißt, wir geben die Beine zusammen und geben sie in die Luft und ziehen sie etwas zum Körper. Wir kreuzen die Arme hier beim Oberkörper und machen eben die 20 Wiederholungen. Sprich, 1, 2, 3, 4, so sieht das aus. Je weiter ihr nach unten geht mit dem Oberkörper, desto schwieriger wird es. Je aufrechter ihr sitzt, desto leichter ist die Übung. So haben wir auch die Obliques mit am Start und die obere und untere Bauchmuskulatur von den vorigen Übungen. Also wir trainieren wirklich jeden Millimeter der Sixpack-Muskulatur. So, jetzt folgt eine statische Übung, weil wie bereits erwähnt, ich habe natürlich auch gesagt, unterschiedliches Timing, unterschiedliche Positionen. Wir heben jetzt die Beine ungefähr im rechten Winkel. Jetzt gehen wir einfach mit dem Kopf nach oben, atmen aus und halten hier 3 Sekunden, 1, 2, 3, gehen langsam runter und 1, 2, 3 und währenddessen wir oben sind, ist natürlich die Sixpack-Muskulatur richtig in Spannung und rollt euch schön ein wie ein Igel und geht ruhig so weit nach oben wie ihr könnt. Und als vorletzte Übung wieder eine Übung für die untere Bauchmuskulatur, also Hip Thrust, sprich wir strecken die Beine aus, geben sie hoch und gehen in die Luft, langsam runter und wieder. Hüfte durchstrecken, also zuerst geben wir die Beine hoch, dann strecken wir die Hüfte durch und gehen wieder langsam nach unten.
Und für die letzte Übung gibt es noch was ganz Spezielles, nämlich verbrennen wir nochmal zusätzlich ein paar Kalorien und trainieren natürlich die Stabilisationsmuskulatur auch nochmal mit. Das heißt, jetzt setzen wir kein Limit, was die Reps betrifft, sondern jetzt setzen wir ein Zeitlimit. Nämlich, Freunde, machen wir jetzt für 30 Sekunden Mountain Climber Sprints. Ihr könnt einfach die 30 Sekunden im Kopf mitzählen oder legt euer Handy bereit und gebt eine Stoppuhr rein. Das sieht eben so aus, wir geben die Knie zur Brust. Wichtig ist aber jetzt, so schnell wie möglich zu arbeiten. Also wirklich volles Tempo geben und das eben für 30 Sekunden. Wenn du keine 30 Sekunden schaffst, ist es für dich erledigt. Schaffst du es aber die vollen 30 Sekunden, dann hast du nur 10 Sekunden Pause und machst das Ganze nochmal, bis du einfach keine 30 Sekunden mehr schaffst. Ich bin schon wirklich gespannt auf die Kommentare, wie viele Sätze ihr pro Übungen schafft. Und nach den 30 Tagen werdet ihr super Resultate haben. Wenn ihr die Idee cool findet, Freunde, dann unterstützt mich gerne mit einem Daumen nach oben. Das würde mich freuen. Außerdem kommen jetzt in Zukunft viele Verlosungen, viele Entertainment-Videos, sprich ein Song, Calisthenics-Workouts, Workouts am Klimmzug und vieles, vieles mehr. Also vergesst auf keinen Fall, den Kanal kostenlos zu abonnieren. Und noch besser wäre natürlich auch die Abo-Glocke zu aktivieren. Denn so bleibt ihr immer motiviert, verpasst keine Ernährungs- und Trainingstipps, aber natürlich auch keine Entertainment-Videos. Aber ihr wisst natürlich, bin ich auch auf Instagram am Start. Also könnt ihr mir natürlich auch dort gerne folgen für Motivation, Ernährungstipps, Trainingstipps, kostenlose Rezepte und vieles mehr. Noch eine kleine Anmerkung zum Schluss, wenn ihr jetzt so richtig dünn seid, wie zum Beispiel mein Bruder, den ich jetzt trainiere, da haben wir auch schon einige Videos dazu abgedreht. Ihr findet natürlich auch in der Videobeschreibung seinen Ernährungsplan und seinen Trainingsplan. Ja, Freunde, in diesem Sinne, das war's jetzt auch schon wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Abend. Macht es gut, Freunde, viel Erfolg beim Training. Ich bin gespannt auf eure Kommentare. Macht es gut, viel Erfolg, viel Motivation natürlich auch. Euer Sascha, haut rein, peace. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen.